Hast du verstanden, Xaham? Xaham, also ich rede mit dir, hast du Probleme oder so? Ihr seid also meine Passagiere. Geht nach hinten und vertragt nicht die Sätze. Oh, es lädt gleich sofort hier, da kommt irgendwas anderes. Noch mal eine kleine Sequenz sehen, wie sie da reinspringen alle und irgendwas Tolles passiert. Gut, dann halt nicht. Boah, ich habe jetzt Fenster aufgemacht, Leute. Hier ist so eine Bollenhitze gerade noch mit Sanji's Overwatch gespielt. Links blöderweise ist das Battle.net-Anmeldeding abgeschont. Das ist genial. Sie haben einen Clou hier. Poki, schau, da sind überall Knöpfe. Nein. Hey, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Weißt du, ich bin auch Pilot. Der Beste von ganz Kimpao. Nein, bitte nicht. Wenn du mir das Kommando überlässt, kann ich dir etwas zeigen. Nein! Denk nicht mal im Traum daran. Bitte, nur kurz, ich habe ein paar coole Tricks auf Lager. Ah, nein! Kein Wunder, dass ihr mit eurem fliegenden Klapperkist hier abgestürzt seid. Die Achana, da ich keine Klapperkiste, ein Blitz hat sie vom Himmel geholt. Ich habe kein Blitzableiter installiert. Ihr blitzt so oft, da ist es kein Wunder. Aber du bist so dumm, du hast den Blitzableiter installiert. Jede Meteor steht unter dem Einfluss eines anderen oder mehrere Schielementen, je nach Zone. Genesis und Adoria liegen zwischen Feuer- und Luftzonen. Deswegen war die Allianz zwischen Genesis und Adoria unter dem Namen das Funkelnde Königreich bekannt. Das ist lange her. Adoria, es sieht so schön aus, von weit weg. Ist das Roselias Königreich? Leider hängt dort der Lebensstandard stark von der gesellschaftlichen Stellung ab. Man muss vorsichtig sein. Als seine Tochter verschwunden ist, wurde er wahnsinnig verzogen. Er ist verrückt geworden. Hat alles verkauft. Sogar sein Auto. König Rainer, ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich den Namen nur höre. Das Resultat ist dasselbe. Was ihr getan habt, wird weitreichende Konsequenzen haben. Denn aus großer Macht folgt große Verantwortung, sagt der Onkel Ben. Ist aber allerdings tot. Was sollen wir wissen, dass Onkel Ben tot ist und dass du deine Meinung nicht ändern wirst? Vielleicht schließt du dich ja der adorianischen Truppen an. Hahaha, kommt Zeit, kommt Rat. Wie hat Onkel Ben immer gesagt? Was? Nee, der hat nur einen Satz gehört. Egal. Du willst doch nur deine Taschen mit Usus füllen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht mehr Uso lese. Ey, scheiße, Goldiger, ja. Berat mich nicht, Jilk. Die gefangen zu nehmen, würde mir ein Vermögen einbringen. Okay, können wir dann teilen? Wird das in Ordnung? So, eine Verarsche machen, du weißt, was ich meine. Du fängst mich, kriegst Kohle, ich büx aus und dann machen das andauernd und reisen durch die ganze Welt und werden steinreich. Hört auf! Hört bitte auf! Ich muss. Oh Gott, nein! Ich sitze nördlich des Waldes und Millionen ist ab. Ist eine abgelegene Gegend. Ja, das klingt gut. Festhalten, Freunde. Ach, was hätte ich vergessen? Wenn ihr in Gentes herumreisen müsst oder nach Mantara zurückkehren wollt, ruft mich mit in dieser Koja. Rüstet euch mit dem Gegenstand aus, Tränke, ihr könnt ihn jederzeit benutzen und gelangt dann schnell an Orte zurück, an denen ihr bereits wart. Aber ich kann euch nur holen, wenn ihr euch außerhalb von Dungeons aufhaltet. Viel Glück! Ah, cool, Dankeschön. Details einsehen. Gaius will, dass Xam uns dabei unterstützt, Rosalia zu helfen. Wir müssen mit ihm reden. Ah, erstmal den Schatz hier abgrätschen. Gelbe Frucht, perfekt. Hä? Ah, guck mal, da ist das Teleskop. Das nutzen wir gleich mal. Alter, ist es groß. Krasser Shit. Kein Schilder, super lesbar, mega. Habe ich sofort verstanden, instant. Ich habe gerade eine kleine Befürchtung, ich habe hier Frame Drops.
Ich habe gerade echt die Befürchtung, dass es nicht so dingsfähig ist. Streamfähig parallel noch. Warum entstehen in unserer Richtung die Vögel? Müssen die Finden angreifen. Ich will die nicht haben. Sekunde. So. Ah, super. Ich habe nur einen gekriegt. Ne, ich habe von allen drei was. Okay, perfekt. Einer hat dann auch zu Dingenskirchen. Offensichtlich braucht ihr mich also doch noch. Dieser Mechanismus lässt sich nur unter bestimmten Bedingungen drehen. Meine Peitsche könnte die Abhilfe schaffen. Mit ihr sollte ich jetzt hinkriegen, den Mechanismus zu drehen. Ich muss sie nur rausholen und zielen und dann zisch, tschak, bang, Problem gelöst. Russische Methode, immer mit Gewalt. Aha, Peitsche benutzen, okay. Ah, okay. Cool. Brauchen wir jetzt Pogi? Den kleinen Blair. Komm her, Kleiner. Und kabams. Da ist ein Schild, hätte ich es vorlesen sollen. Könnte das eventuell heißen, dass da Viecher drin sind, dass wir da gleich kämpfen müssen? Na, super. Was steht da? Achtung! Falls du der menschlichen Rasse angehörst, aktiviere den Mechanismus auf der linken Seite des Eingangs. Falls du nicht weißt, wo links und rechts ist, such einfach nach dem Hebel. Hier gibt's einen Hebel. Das sind die komischen Schweinhörnchen. Da geht's nirgends lang, ne? Ne, ist nur eine Alpha-Wand, wäre schön gewesen. Wo geht's denn da hin? Schon riesig, ne? Krass. Oh Mann, ich will hier gerade am liebsten alle Sekunden. Ui! Warte mal, das sieht aber... Ich sag ja schon, da könnte was sein. Eine Falle. Aua! Aha, hast verdient, Poki. Warte mal, da war doch irgendwo... Leute, ich glaube, wir spielen doch gleich was anderes. Sorry, aber das droppt mir zu arg gerade, stellenweise. Ich würde es privat spielen, geht leider nicht anders. Sorry! Sehr genau, weiß nicht, was wir mit gespielt haben. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Scheiße, Like und Kimmt dann und auf Wiedersehen. Tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück am Stück bei Shanas, The Lightning King, King, Kingdom! Mit Poki! Poki. Askel und Shadow. Jetzt, ich hab den Namen vergessen. Ist voll laut hier. Okay, auf jeden Fall ist egal. Warte mal, wir testen uns jetzt kurz mit Askel, was der denn so kann. Gehen wir hier rein, müssen wahrscheinlich sie hier gleich kämpfen, weiß ich jetzt schon. Können wir es vielleicht ja noch vermeiden? Können wir uns hier irgendwo nicht durchklitschen? Hier oder so? Hey, da läuft doch was rum. Das heißt, wir können da später hin. Alter, ist dort drüben groß. Krass. Gefällt mir gerade richtig, aber ich merke, ich habe so eine Aufnahme kurz abgebrochen, falls ihr das mitbekommen habt. Scheint aber allgemein hier einen kleinen Frame-Drop zu geben. Glückwunsch! Du hast die erste Barrikade gewunden. Das bedeutet, dass du vermutlich weißt, wo links und wo rechts ist. Und es bedeutet, dass du entweder ein Mensch oder ein sehr intelligenter Kromitz bist. Es gibt jedoch eine zweite Prüfung, um auf Nummer sicher zu gehen. Schön. Gut, und die wäre? Apropos die wäre, die Musik immer gerade so auf den Sack. So. So ist angenehm, eher 15, ich meine jetzt auf 20. Weil ich jetzt gerne ein bisschen im Hintergrund. Nicht so primär penetrant. Ah, die haben uns gar nicht bemerkt, das ist cool. Oh, warte mal, das ist noch so ein komisches Schweinhörnchen da. So ein Igel halt. Depp, 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 depp. So, wir haben seine Schuppe, perfekt. Und ist eine Tor, das man aufmachen muss? Ist doch gut, mich zu kennen, oder? Wir müssen an das Ding da oben herankommen. Ich kann meine Peitsche auch dazu verwenden, Vorrichtungen wie diese zu aktivieren. Oh, Mister, ich kann alles. Was steht da? Müssen wir bestimmt eine Peitsche machen und dann benutzen.
Mit meiner Peitsche lassen sie sich auch gut Gegenstände von Gegnern stehlen. Praktisch, um sie ein paar Uzus dazu verdienen. Aber sei auf der Route, wird dann das nicht einfach aus sich sitzen lassen. Wodka. Über dem Eingang befindet sich ein Hebel. Benutze eine Peitsche oder ein Seil, um deinen Hebel umzulegen. Nur dann öffnet sich die Tür. Aktuelle Studien belegen, dass Gromits nicht dazu in der Lage sind, einen Gnot und ein Seil zu machen, um diese Prüfung zu bestehen. Okay, es ist gerade sehr, sehr leise. Das ist aber doof. Sorry hierfür erstmal, ne? Ja, lass mal auf 20. Wenn es trotzdem zu leise sein sollte, dann drehen wir es ein bisschen hoch. Glückwunsch! Anhand der vergangenen Prüfung wurde ermittelt, dass du höchstwahrscheinlich ein Mensch bist. Wir bedanken uns für deine Teilnahme. Gewerkschafter, Hebelproduzenten und Instandhalter. Ah ja. Kann ich mich ein bisschen umgucken? Kann ich sein, dass ich hier nur leere Fläche habe? Nee, das sind 1-2 Gegner. Kann ich da oben lang? Ich wollte auch, das können wir da langlaufen, ne? Das ist nur eine Alloy-Idee, das können wir doch nicht machen. Mein Herz. Oh. So, und der nächste. Hua! Komm her. Oha, haut den mal aufs Maul. Er ist gelacht, hat schon Level 20, cool. Und das war's. Oh, was ist mal da drüben? Was ist denn das? Oh, ein Bullenriesiger. Das hier. Das scheint mir irgendwie was drücken zu können. Okay. Was bist denn du? Warum hast du einen Eichgeweih? Was bist denn du für eine Kombination aus einem Zyklopen, einem Elch und einer Wildsau? Scheiße, bist du hässlich. Und einem Chamäleon. Kennt ihr irgendein Tier, was vier Ohren hat? Nicht? Gut, ich auch nicht. Schande, bist du hässlich. Askel, dein Artverwandter, ich präsentiere ihn dir. Oh, danke schön, danke, danke. Was will mir das wissen? Blatt. Okay, Regenbogenpulver. Ah, jetzt komme ich hier runter. Oh. Wir können also Kunden. Ach du heilige Mutter Gottes. Da hinten müssen wir hin. Da drüben ist ein Speicherpunkt. Rehwaldshof. Ebene. Von Gendis. Oh, das ist cool. Ein Baby! Alter, das ist ein Klubschauge, das ist geil! Was für süß! Ich will Merch hier davon. Oben ist wer. Waren da drüben nicht gerade irgendwo welche Typen? Ah, die zwei. Können wir mit denen reden? Gideon und Noedig. Gideon. Setze dir deinen Hut auf, Kleiner. Die Sonne ist ja nicht ganz schön aggressiv. Oder willst du einen Sonnenbrand bekommen, der deine Haut so rot wie dein Kopftuch macht? Yeah. Wir sind ja sowas von Shadow. Mach ein Kopftuch auf. Logic. Noedig. Das ist ein sehr beeindruckender Hof, was? Tja, wir kennen uns halt mit Äpfeln aus. Äpfeln? Ich hatte es in Tiere. Ja. Aber cool. Was sagt der Kleine? Rehwald Junior. Hui, dein Kopftuch sieht richtig schick aus. So eins hätte ich auch gern. Ah ja. Rehwald? Ah, das sind wir alle. Ja, sieh mal einer an. Wer hätte gedacht, dass man hier in der Gegend jemals Wackis zu Gesicht bekommt? Ihr Klein, sagt mal, wie wär's, wenn ihr mit anpackt? Dieses schieferdammten, widerlichen Isolitos machen sich meinen Äpfeln zu schaffen. Hört ihr? Schon seit Tagen schlagen sie sich den Bauch damit voll. Und erwischen sie, wische ich sie? Nein, natürlich nicht. Aber ihr seht aus, als hättet ihr was auf dem Kasten. Könnt ihr ihnen irgendwie klar machen, dass sie auf meinem schieferdammten Land nichts verloren haben? Ja gut. Ich weiß zwar nicht, wie wir das anstellen sollen, aber wir würden es versuchen. Na, dann hört, das hört man doch gern. Diese kleinen Störenfriede gehorchen ihrem Anführer. Isolando heißt er. Dieser mickrige Arschgeier stopft sich mit allem voll, was er in meinem Obstgarten finden kann. Er sitzt dort drüben im Schatten meines alten Lieblingsbaumes.
Ah ja, im Schatten ist ein altes Lieblingsbaum. Jetzt ist ja hier gar mal eins. Ja, Details, schön. Geh mal weg. Wo ist denn die... Links von mir irgendwo speichern. Würde ich ja mal kurz machen vorher. Ach, hier ist er. So, weil dann kümmern wir uns jetzt mal kurz mal darum. Gibt ja Wichtigeres zu tun. Im Schatten seines alten Lieblingsbaumes. Hä, wo soll das sein? Hä? Hä? Hier, ist es der? Isolando, ja, da haben wir ihn. Tag, was du denn hier? Ja, seid ihr zum Tanzen gekommen? Leckere Äpfel, leckere Äpfel. Wollt ihr mal probieren? Kommt schon, ihr Kleinen, verdrückt ein paar Äpfel mit uns. Ist alles umsonst hier? Ich verstehe, der Alte hat sich beschwert. Stimmt's? Ja, so eine Scheiße, aber auch. Nun ja, man muss die Sache auch aus unserer Sicht betrachten. Was wollt ihr nochmal sagen? Ach ja, das ganze Umgebung unseres Dorfes wurde von Gambaris heimgesucht. Ja, ihr habt richtig gehört, von stinkenden Gambaris. Sie haben alle unseren Bären aufgefressen und jetzt ist nichts mehr für uns übrig. Also, was sollen wir eurer Meinung nach tun? Es sind einfach zu viele, mit denen werden wir nicht fertig. Was hört ihr davon, uns zu helfen? Na, wäre das was? Auf keinen Fall, doch, komm, machen wir. Keine Sorge, wir helfen euch. Wir werden sie lehren, dass man Bären teilen sollte. Und dazu werden wir die Arsch-Dritte-Lehrmethode anwenden. Ihr seid echt düfte. Und jetzt habe ich da einen Fan verloren. Naja, ach ja, also in der Dorf, wir finden es nördlich von hier am Fuß des Bergs. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Je näher ihr kommt, desto mehr werdet ihr von positiven Vibes spüren. Unsere Hanfplantage, ne? Ah, und sorgt dafür, dass die Alte im Bilde ist, ne? Dass die Alte im Bilde ist. Bald können wir endlich wieder unser schnuckliges Zuhause chillen, hier, ne, mit den fitten Punkten, ne? Achso. Okay, dann reden wir kurz mit dem Alten nochmal, dass er das Bescheid weiß, dass er erstmal chillen soll. Dass sie bald weg sind, dass sie eigentlich gar nicht, dass sie ja nur geflüchtet sind, also sind Flüchtlinge ganz genau genommen. Und so, und kümmert euch über ein Problem mit den Apfeldieben, ne? Oh, sie haben nichts mehr zu beißen wegen diesem Gambaris. Hört zu, sie sollen sich keinen Kopf machen. Sie sind ja so lange willkommen, bis ihr an ihrem Dorf aufgeräumt habt. Hier, für eure Mühen. Apfeldieb, der isoliert ist. Jetzt gucken wir, also reden wir nochmal mit dem und gucken, dass es geklärt ist, dass er Bescheid weiß. Alter, ist das kein Hin- und Hergerenne. So, Isolando. Hey, also wie bereits erwähnt, im Wald unweit des Dorfes wimmelt es nur so von Gambaris. Sie fressen uns die ganze Zeit den Bären weg. Das bedeutet, dass wir Äpfel essen müssen, solange die Gambaris in Unwesen treiben, ne? Was würde ich jetzt sagen? Ach ja, denkt an uns, wir laufen nur an dem Fuß des Berges. Ja, Nordfußberg. Gut. Ah! Ich habe die Plantage, okay. Wer bist du? Halli, hallo, na, ist die schöne Gegend hier. Als normalerweise sind wir nicht hier. So weit, weit weg, aber jetzt sind wir nun einmal da, weil... Also die Äpfel sind so schön, so lecker, dass man gar nicht mehr von hier weg will. Was sagt er uns? Also ja, ist gleich wahrscheinlich zum komischen Sätze halt. So, Frucht bekommen. So, dann trainieren wir doch mal kurz mit dem noch ein bisschen. Yo. Ja, nice! Dann nehmen wir mal seine Media, außer wir sind halt für einen Scheiß da drin. Wie war das nochmal? X, okay. Wow! Ich muss den anderen schon richtig ausstatten, fällt mir gerade auf. Alter, wie denn? Ich hab gedacht, der wäre tot! Ich hab gerade so gedacht, daumelt der noch oder so.
So, Gegenstände. Sorry hier erstmal für Wasserchi. Nee, benutzen, ne? Ach nee, das wird er voll. Sehr schön. Dann kommt die Suppe. Dann kommt die komische Frucht. Bernsteinsamen, so. Und dann dunkles Blut. So. Nee, Topassamen sind das, was er kriegen sollte. Ups. Wollen die eigentlich nochmal Wasserski stellen? Die, ja, ist egal. Sollen wir schon kurz gucken bei dem, was die Dings machen. Achso, da, das ist noch nicht gemeistert, genau. Okay, gut. Oh, Shadow-Sperr verletze ich gerade Gegenstände. So. Als vier kurz reingefällt, so müssen wir aufpassen, wir müssen auf Distanz gehen. Trainieren wir nochmal. XXRT, okay. Okay. Genommen, Heilung, ja, ja. So, tot. Okay. Ich muss mal ein bisschen ins Kampfsystem noch reinfinden. Auf Distanz gehen, wir uns am besten einstellen und so weiter und so weiter und so weiter. Wo müssen wir eigentlich überhaupt hin? Insgesamt. Awalder Pois. Shio, Rückzugsort. Kreuzung, überraschend. Okay. Drüben haben wir einen Speicherstein. Ich finde es aber gut, dass hier noch auf den Speichersteine sind. Echt praktisch. Ah, verzeih dir, ich muss ja speichern, ich bin verletzt. So. Können wir nur ganz normal reden? Ich werde nur den Schatz hier. Danke. Dunkles Blut, perfekt. So, kurz nachgucken müssen, was der macht. Okay. Sieht geil aus. Cool. Technische Sperrung schon aus Final Fantasy und Dark Chronicle vom Stil her. Klar, ja, so, ja, doch, ist aber gut, ist gut. Wie, ich komme da nicht ganz hoch? Ach, Leute. Ich habe riesige Ebene hier. Kinder, ich komme gerade vor, als wäre ich ein Tutorials gewesen. Ach, die Schande. So, wird gespeichert. Am Norden, wir müssen eigentlich zum Fuß. Ist das unser Schiff? Glaub's nicht. Eine riesige Ebene. Warte mal, müssen wir jetzt noch kurz wechseln. Chado. Der mit seiner Gang. Ne? Die wie komisch rumläuft. Wie sie rennen. Jungs! Das Dream Team. Irgendwie. So. Wollen wir uns mit denen anlegen? Boah, das kann aber ein harter Kampf werden. Egal, gib ihm! Wie ging das? XART. Ah, ich glaube, ich habe zu wenig. Hyper. Komm,
komm her, du Freak. Ja, komm, nimm mal. Junge, ernsthaft. Du hättest grad. Okay, ich muss mal definitiv kurz tauschen. Ich würde eigentlich gerne mal meine Sachen hier ein bisschen einsetzen. Alle Statuseffekte, ich find's halt doof, dass nie dran steht, was diese G-Fähigkeit genau macht. Okay, die heilt. So, komm her, mein Freund. Okay, 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 okay. Es geht schon voll ab. So, meine Hyper-Energie. Hui! Ich spiele ein bisschen rum, also nicht wundern. Also, ich glaube, stellenweise echt gut, vielleicht auch ein bisschen zu entschleunigen. Und dann mal herkommen, aber mal kurz auf Distanz gehen. C, ja. Irgendwie fertig, B. Boah, ein bisschen Shadow auf jeden Fall resten kurz. Haha. regenerieren. Und was anders? Ermöglicht die Kommunikation mit Xa haben. Oh ne, wir müssen Apfel nehmen nochmal. War das so eine Gnu-Gnu? Doof. Ich kann auch noch eine Knugnu vertragen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leben, das steht fest. Ach, du bist für ein Anschlagbrett, sehr schön. Ist cool, und ein Speicherpunkt. Krass. Was haben wir hier? Belohnung. Stufe 42, vergiss es nämlich noch nicht an, der frittiert uns. Wir haben gerade mal Stufe 22. Nein, das wollte ich noch gar nicht. Nein, 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 du lügst. Geh weg. So, was haben wir hier? 950 Uzu. Doch der ISO-Dinger da, ne? So, Bams, Bams. Aufladen, zielen und aufs Maul gibt. Sehr schön. Boah, reicht nicht ganz für ein Level-Up, schade. Und dann kann man auch wieder speichern. Isolitos, genau. Ah ja, sehr schön, kann ich super lesen. Wir Isolitos wollen in Frieden leben, aber wir sind inmitten eines... Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich schreiben wollte, aber ist doch ein schönes Schildchen, oder? Hat mein Großvater gebaut, von einem friedlichen Isolito. Was geht bei dir? Isocell. Was sollen wir bloß mit den Isokordeln machen, ne? Ah ja. Erstmal kurz speichern auf jeden Fall. Machen wir hier einfach geschwind. Aus gern. Was würde ich hier gerne mit Erstel noch ein bisschen spielen? Mich ein So, down. Rukaksha. Was war denn das? Rukaksha. Kannst du auch irgendwas, wo du angreifst? Ah, oh, süß. Und hier ging das andere. AXRT, okay. Wow!
Das hat aber kurz gefällt. Jetzt muss ich aufpassen, okay? Den gefährlichen Angriff auf den Pedro. Okay, okay. Vor allem irgendwie funktionieren die Kombos manchmal gar nicht. Das traf ich nicht. Oh. Mann, jetzt verzieh dich doch. So. Irgendwie Kombos XRT, das zuckt manchmal sowas von gar nicht. So, dankeschön.